Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Quantum Break. Wir sind mittlerweile im Lift und mit diesem Lift fahren wir hoch. So, eben hat uns Beth Wilder angerufen und ein bisschen mit uns gequatscht. Das ist unsere Retterin sozusagen und mal gucken, was hier oben denn so ist und was so auf den lieben Jack Joyce warten wird. Wir sind mittlerweile im Akt 2. Eine Live-Action-Folge haben wir schon miterlebt. Sehr, sehr geil, muss ich echt. Ich kann es nur betonen. Bisher gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wir gucken uns hier mal ein bisschen näher um. Da müssen wir hin. Aber vielleicht ist hier noch irgendwas anderes Interessantes, was man mitnehmen könnte und Hinweise sammeln und so. Ihr wisst das ja, ihr kennt das ja. Dann können wir vielleicht irgendwann unsere Fähigkeiten auch noch upgraden. Fände ich cool. Aber ich denke mal, es sieht sehr, sehr stark danach aus, als müssen wir hier jetzt einfach rein und gucken, was passiert. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Nee, das wird auch kein Zufall gewesen sein. Begib dich zu Serene an den Trockendocks. Erreiche die Trockendocks. Okay. Denke mal, wir werden ein bisschen rumballern. Was Sie von mir verlangt haben, okay? Bitte, bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hatch will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen. Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen. Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Ihr werdet mich niemals gehen lassen. Bitte. Ich habe nichts getan. Ich habe nur... Das ist nicht fair, oder? Nutze dieses Gefühl vor der Kamera. Die Demo ist außer Kontrolle geraten. Zum Glück war Monarch dort, um uns zu retten. Nein. Nicht noch einmal. Ihr lasst mich nicht gehen. Ich werde das nicht machen. Bist du dir da wirklich sicher, Schätzchen? Kein guter Zeitpunkt, die Heldin zu spielen. Tu, was man dir sagt, dann gehen wir alle nach Hause und bezahlen vielleicht dein BAföG. Du hast eine Minute, darüber nachzudenken. Du bist offensichtlich etwas verwirrt. Okay. Die werden jetzt kommen. Wir müssen sie irgendwie retten, die Amy. Ich fand sie eigentlich ganz sympathisch, ganz am Anfang. Und deswegen, sie ist auch gegen Monarch perfekt. Oh shit. Das war natürlich richtig scheiße. Boom, da sind sie weg. Endlich. So. Können wir jetzt irgendwie hier rein? Einfach hier so reinsteigen, oder was? So. Jack Joyce. So sieht's aus. Von der Demo, was machst du? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht, aber Sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los? Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen, für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey, was du auch getan hast, es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Ja, besser ist. Rede mit Amy haben wir ja eigentlich abgeschlossen. Aber ich gucke mich erstmal ganz kurz um, ob hier irgendwie was Interessantes ist. Dort liegt irgendwas, aber das ist nur eine Pistole. Haben wir denn irgendwelche Informationen vielleicht hier, die man irgendwie sammeln könnte? Aber ich glaube eigentlich fast nicht. Ich wusste, dass Monarch etwas im Schilde führt, aber das ist total hier krank. Augentropfenfläschchen Martin Hatches Rezept enthält Chrononen, okay. Persönliche Gegenstände. Du hast eine Quantenwelle ausgelöst, ja super. Wenn ich wüsste, wie und warum, naja. Hör zu, ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Nein, ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Okay, sehr gut. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Okay, sehr nice.
Dann gehen wir auch da direkt hin. Ich wusste, dass Monarch eine dunkle Seite hat, aber das... Sie kontrollieren die gesamten Medien, einfach alles. Das hier können Sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können Sie. Glaub's mir. Warte mal kurz, Schätzelein. Hier will ich mich noch umsehen. Es ist zu. Okay, die Steuerung für das Tor muss hier irgendwo sein. Okay, das Tor ist geschlossen. Ja, das Tor ist geschlossen. Wir hätten auch ein bisschen weiter mitkommen können. Monarch verdreht die Geschichte für die Medien. Sie behaupten, dass die Demo eskaliert ist und dass wir die Bibliothek in die Luft gejagt haben. Sie machen dich dafür verantwortlich, Jack. Ich bin Paul Sündenbock. Das ist nicht gut. Wenn die Nachrichten gesendet werden, wird die ganze Stadt gegen dich sein. Niemand wird wissen, was wirklich geschehen ist. Das ist echt heftig. Denkst du, die anderen sind okay? Die von der Universität? Ich habe keine Ahnung. Sie haben mir gesagt, dass sie nach Hause geschickt wurden, aber ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin gerade am Überlegen. Diese Szene müsste ja eigentlich oder dürfte ja eigentlich bei der anderen Entscheidung gar nicht dabei sein, weil wir hätten dann ja quasi entschieden, dass Amy auch stirbt. Und dann würden wir ja gar nicht mit Amy jetzt rumlaufen. Oder könnten wir gar nicht mit Amy rumlaufen. Was ich irgendwie interessant finde. Also eventuell ist es ja zur Wiederholung gedacht, dass man es nochmal spielen könnte. So, wir gucken uns hier nochmal um. Schaffe es durch das Depot, okay. Ah, hier liegt doch nochmal wieder was. Aber ich gehe mal kurz nochmal zur Tür. Eventuell geht da irgendwas. Nee, können wir nicht durch. Na gut, dann schließen wir das Tor auf. Es hat funktioniert. Ja, besser ist. So. Das hält nicht lange an. Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Nee, das glaube ich auch nicht. Wobei, das doch. Das wird sich ändern. Hey. Doch. Ich kann das. Ich denke, du musst irgendwie auf diese Seite des Tors kommen. So. Oh, du meine Güte, du bist genau wie die. Ja. Ich habe sie auf dem Weg hierher gesehen. Diese Hightech-Soldaten, die sich teleportieren können. Ja. Okay, noch etwas, worauf ich mich freuen kann. Boah, das erinnert mich gerade so stark. Als ich das gesehen habe, dachte ich würde meinen Verstand verlieren. Du bist einer von ihnen. Ich muss wissen, was hier los ist. Boah, das erinnert mich gerade so stark an Infamous. Wirklich öffnen? Du hast dich über die Gesetze der Physik hinweggesetzt. Ich denke, mir steht die ganze Büchse zu. Okay, mein Bruder hat es versucht zu erklären. Die Zeit ist ein Ei. Und das ist jetzt am Arsch. Ein Zeitei. Das ist... Es ist kaputt, zerbrochen. Was weiß ich. Wie bitte? Wo kommt auf einmal das Ei her? Die Zeit endet und Monarch hat was damit zu tun. Bring mich zu den Trockendocks, dann werde ich herausfinden, warum. So, ich gucke mir gerade mal ein bisschen alles an. Ich will ja keine Hinweise oder sonst was übersehen. Ein paar werden auch ziemlich krass versteckt sein. Aber, tatsächlich, das erinnert mich so krass. So unendlich krass an Infamous gerade. Das sollte funktionieren. Warte hier. Erreiche das offene Fenster. Ja, easy, easy. Ich hänge gerade fest. Ich kann dir sagen, was ich weiß. Aber wenn man alles zusammenfügt, ist das Ergebnis allerdings ziemlich verrückt. Alle glauben, dass Monarch von diesem Schmierlappen Martin Hatch geleitet wird. Aber hier ist ein Typ namens Paul Serene derjenige, der das Sagen hat. Offenbar war er es, der Monarch 1999 gegründet hat. Und das Interessante daran, hier an meiner Universität gab es auch einen Paul Serene. Und er war der Leiter eines streng geheimen Physikprojekts. Da denkt man, das müsste derselbe Typ sein, richtig? Ja. Falsch. Hä? Ich habe gehört, dass Monarch der Universität das Projekt stehlen wollte. Aber warum sollte man versuchen, etwas zu stehlen, was einem selbst gehört? Und ich habe diesen Typen, Paul Serene, einmal auf dem Campus gesehen. Ich würde ihn auf etwa 30 schätzen. Wenn er Monarch im Jahr 1999 gegründet hat, war er also 14? Wenn er nicht der Doogie Howser der amerikanischen Unternehmen ist, ist das unmöglich. Einfach total verrückt. Also hat Paul Monarch gegründet. Krass, okay.
Okay, wir kommen hier nicht durch, aber wir durch das offene Fenster können wir durch. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. Ja, ja, easy. Das bleibt mal ganz cool. Das werden wir schon hinkriegen. Da ist das offene Fenster. Ja, das Fenster ist ziemlich weit oben, aber ich denke, dass man nur darüber hineinkommt. Ja, ja, dass man nur darüber reinkommt. Okay. Wir gucken uns ein bisschen um, damit wir wissen, wo wir hier rüberkommen. Glaubst du, du kommst da durch? Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß nur nicht, wie. Ich komme da schon irgendwie rein, aber Frage ist halt, wie, ne? Das Fenster, was, die nervt gerade ganz schön, ne? Das Fenster, ist ja gut, ich bin da hoch. Dieses Fenster, Jack? Ja. Die ist ja schlimmer als, was weiß ich, ey. So, vielleicht hier hoch. Jack, das Fenster. Ja, ist doch gut jetzt. Meine Güte. Was ist mit dir los? Ja, das hat ja super funktioniert. Hm. Wie soll ich denn da hoch? Fräulein, ey. Ist ja nicht auszuhalten. So. Wir kommen da nicht hin, ne? So, da ist eine Chrononquelle. Ja, immerhin. Die hätte ich jetzt übersehen. So, Upgrade wäre möglich. Ich denke mal, dass wir uns jetzt erstmal kurz nochmal die Upgrades angucken. Zeitstrang? Das will ich jetzt gerade nicht. Achso. So, hier. Wir könnten jetzt verbesserte Bedrohungserkennung. Die gegnerischen Positionen werden länger angezeigt. Erhöhte Reichweite. Gut, das können wir ja noch nicht machen. Das kostet 4. Aber wir haben ja nur 2. Geht das trotzdem? Ach so, wir können unsere Standarddinger auch schon verbessern. Okay, Zeitstopper, höhere Stärke, Wuschen. Ich glaube, das Wuschen werde ich nicht oft benutzen. Während sich Jack innerhalb des Rades des Zeitschilds befindet, erholt er sich schneller von Treffern. Ah, okay. Ich denke mal, Zeitblick ist irgendwie cooler. Ich glaube, das nehme ich. Beim Einsatz von Wuschen und Flächen werden kurzzeitig gegnerische Positionen angezeigt. So, kaufen. Achso, halten, okay. So, dann hätten wir das gekauft. Und höhere Stärke, erhöhter Fokus. Ich weiß nicht. Zeitstopper, höhere Stärke. So, dann hätten wir das auch. So. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie kommen wir da jetzt hoch? Durch das Fenster. Wir können uns ja schlechter ranhangeln. Ah, warte mal kurz. Das sieht mir stark danach aus, als könnten wir hier irgendwo rüber. Da muss ich mal oben kurz schauen. So, komm, hopp. Und hopp. So, da muss ich mal ganz kurz hier oben schauen. Es sieht so aus, als könnten wir da irgendwo rüber. Aber wie? So. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit. Raff ich gerade gar nicht. Hier können wir uns ja nicht dranhangeln. Das geht ja nicht. Das hat er eben schon nicht gemacht und das wird er jetzt auch nicht machen. So. Scheiße, Mann! Ist irgendwie gerade nicht so geil. Kann ich hier irgendwas verschieben? Kann ich hier hoch? Alter, jetzt geh doch mal hier drauf. Der kommt hier nicht drauf, oder was? Sonst könnte man doch da oben einfach hoch. Aber hier geht er drauf, oder was? Ist es sein Ernst? Ist es sein Ernst?
Wow. Okay. Das war jetzt gerade irgendwie strange. Die sind relativ... Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Ah ja, okay. Okay. Zurückspulen der Zeit. Das heißt, wir können jetzt hier drauf. Hier drauf. Und jetzt rüber. Zack, 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 zack. So langsam verstehe ich's. Goal. Okay, jetzt verstehe ich's auch. Das wäre erledigt. So, jetzt hoch hier. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Geschafft. Jetzt zur Tür. Jetzt zur Tür. Und zur Tür werden wir dann in der nächsten Folge gehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da und ja, macht es gut. Ciao. Take your time.